Hallo und willkommen zurück zu The Long Duck. So, wir befinden uns immer noch auf diesem kleinen Schiffchen hier. Und ich will hier jetzt eigentlich wieder weg. Oh, bin ich beladen? Ja, das kann gut sein. Das könnte daran liegen, weil... ich Kohle mitgenommen habe. Ja, wunderbar. Das ist doch die falsche Richtung. Was in diese Richtung? Ja, ich hatte die Schmiede ja angeschmissen. Genau. Und davon habe ich die Kohle mitgenommen. Das ist jetzt aber auch eigentlich gar nicht so sonderlich wichtig. Hier sollten wir jetzt ja auch ohne Probleme eigentlich rüberkommen. Ja, klar, ging ja beim letzten Mal auch. Wir haben im letzten Part einen Hinweis gefunden und da werden wir jetzt das Versteck suchen. Laut Karte muss es sich hier befinden. Keine Ahnung. Wir gucken. Komme ich hier eigentlich auch hoch? Weiß ich ebenfalls nicht. Gucken, ob das geht. Da sind auf jeden Fall Boote oder Zaun. Könnte manchmal etwas drinne sein. Da, da. Da. Hallo? Gib mir den Rucksack. Bitte? Danke. Findet sich aber hier anscheinend. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir müssen dann vielleicht doch eher hier hoch. Irgendwie. Dass ich hier komme. Also von hier aus. Ja, danke. Das ist doch nett. So, hier hinten vielleicht. Keine Ahnung. Sind wir hier nicht gewesen? Irgendwann hatte ich auch mal eine Schließkassette tatsächlich gefunden. Aber das war, glaube ich, nicht hier, oder? Na doch, ist aber richtig. Könnte sich auch da drunter befinden. Ich weiß es nicht. Wir schauen uns das einfach mal an. Würde ich denn hier runterkommen? Beziehungsweise runter, ja. Aber komme ich denn auch wieder hoch? Muss aber. Da liegt Holz. Ich da runter dackel. Gucken wir erstmal hier. Ja, da war ja was. Da. Hope nobody needs this anymore. Okay, danke. Das ist nett. Gut. Dann sind wir hier durch. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß nicht, was wir jetzt als nächstes tun, ehrlich gesagt. Entweder gucken wir uns hier nochmal um.
oder ich gehe. Und zwar zurück zur Küstenstraße. Dann haben wir noch ein kleines Stück bei der Küstenstraße, was wir uns angucken können. Ich weiß gar nicht, ob wir unten... Doch, unten hatten wir uns angeschaut, ne? Nee, die eine Seite mit den Häusern haben wir uns nicht angeguckt. Dann fehlt bei der Küstenstraße doch einiges. Okay. Nimm ich dich mit? Ach, ich nehme dich mit. Los, raus hier. Bevor ich noch mehr finde. Was soll ich jetzt sagen? Ich weiß nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, wenn wir vor der Küstenstraße durch sind, dann werde ich weiter... Also wir suchen sowieso die ganze Zeit nach den Rezepten. Aber ich werde jetzt die anderen Maps dann nicht mehr alle mit aufnehmen. Weil wir in dieser Staffel schon, ja, durch die meisten gelaufen sind. Und somit auch schon das meiste haben. Und das finde ich jetzt, glaube ich, doof. Küstenstraße und Ort der Trostlosigkeit bin ich lange nicht gewesen. Na, mein Freund. Ja, okay. Was ist das? Was hast du gemacht? Irgendwo habe ich hier doch noch Dosen zurückgelassen. Oder nicht? Ach, und ein Sender fehlt uns ja auch noch, ne? Wobei, wenn es danach geht, fehlt uns... Entschuldigung, fehlt uns so einiges. Wo habe ich denn die Dosen gelassen? Da oben, oder? Hier die ganzen Polaroids zum Beispiel. Oder was war da noch? Notizen, die suche ich jetzt aber nicht alle. Dann sind wir hier noch ganz, ganz lange beschäftigt. Den nimmt man dann zwischendurch immer mal wieder so mit. So. Ja, ich weiß. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Sollte vielleicht auch mal wieder kochen. Das Kochen bringt nämlich ganz schön viel. Also was dann die Last angeht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es hier vorne noch was zu finden. Ich glaube, da gibt es gar nicht mehr großartig was zu finden. Ich wüsste jetzt nichts. Es ist auch noch so neblig. Ach Mensch. Muss ich nicht woanders langlaufen? Könnte er ja genauso gut sagen, ne? Ich könnte ja auch woanders langlaufen, tue ich auch nicht. Bum, 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 bum. Da haben wir auf jeden Fall alles durchsucht, bin ich der Meinung. Er hat auch etwas zu sagen. Ja, ach Mann. Toll, und jetzt läufst du rum, kommst da wieder raus. Der Wolf in eine andere Richtung. Das ist schon ein bisschen lustig. Nee, ich wollte aber Karten spielen, ob sich vielleicht der Nebel ein bisschen legt. Oh. Es ist ja gleich Nacht. Echt? Ist ja doof. Und es wird auch nicht besser mit dem Nebel.
Weiß ich nicht. Dann gehe ich vielleicht doch lieber. Ja. Da drüben gibt es auch noch was zu sehen. Schaffe ich das? Oder sowas gibt es hier nicht, ne? Wahrscheinlich. Da hinten ist noch irgendetwas. Da läuft jemand, oder? Also nicht jemand, ist wahrscheinlich ein Wolf. Oh Gott, wie sie kriecht. Ja. Okay, das ist gut gegangen. Ich hatte im Übrigen, war das die letzte Nacht in dem Spiel? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte auf jeden Fall eine Lebensmittelvergiftung. Ich weiß gar nicht, was ich das gesagt habe. Ist ja auch egal, ich habe sie ja überstanden. Ist also eigentlich nicht so wichtig. So, dann gehen wir da hinten noch rüber. Ich glaube, ich gehe dann zurück. Ich gehe jetzt nicht mehr in den Leuchtturm. Das ist ja Quatsch. Oh. Okay. Ich habe gerade einen getrunken. Das sieht aus wie Kondensmilch. Na, ah, die kann hier bleiben. Die sieht nicht gut aus. So, wir gehen mal hier rüber. Da sind wir, glaube ich, gekommen, ne? Hier komme ich gar nicht weiter. Das ist eine Höhle? Nee.
Wäre auch schön gewesen. Ist aber leider nicht. Ja. Da. Ein Reh. Sie springt und springt und springt und springt. Schön macht sie das. Kommt man hier auch noch weiter? Ist ja auch lang gelaufen. War anscheinend auch nicht gerade von Erfolg gekrönt. Okay. Ah, ich habe schon wieder vergessen. Den Ton auszuschalten, meine ich. Es war mal wieder mein Bearbeitungsprogramm. Ach Manu, ich habe vorhin noch dran gedacht. Oh, guck mal, was da ist. Oh, guck mal, was da oben ist. Das brauchen wir aber nicht. Ja, den Darm trocknen muss ich auch noch, ne? Dann kann ich meine Mütze reparieren. Ja. Ach, deswegen seid ihr hier. Nee, ist klar. Ja. Okay, hier will ich jetzt gar nicht weiter. Wir laufen jetzt hier lang. Da waren wir gerade. Ich glaube, hier gibt es jetzt auch nichts weiter. Ich werde jetzt zu Nine zurückgehen. Dann die, wie heißt sie noch, zerbröckelte Schnellstraße, glaube ich, ne? Da werde ich dann wieder lang gehen. Einen anderen Weg gibt es ja auch nicht. Ja, und dann würde ich bei der Küstenstraße wieder einschalten. Wir gucken nochmal eben hier oben. Muss ich hoch, ne? Oder? Irgendwo muss ich hoch. Auf jeden Fall. Bin ich hier nicht schon gewesen? Habe ich das nicht eingezeichnet? Das wage ich mich jetzt nicht. Lauf mal hier lang. Oh. Geht's da auch noch lang? Das ist ja nicht sonderlich viel. Jetzt wird das auch noch so. Dann gibt es hier auch noch so eine merkwürdige Sicht. Naja. Ja, ich hoffe, ich komme bei der Straße wieder runter. Katis abgelegene Ecke. Okay. Ist klar. Hat Kati hier auch eine Höhle? Bist du Kati? Oha. Ich glaube nicht, dass das Kati war. Gehen wir hier noch weiter hoch.
Verstauchen bestimmt gleich wieder was. Okay. Na, nice. Nein. Huch. Wo wollte ich eigentlich hin? Ich glaube, ich wollte versuchen, da hochzukommen. Ich glaube, das wird nichts. Dann gehen wir hier runter. Ach. Ach, nee. Ja. Karte, die hatte sonst nichts Interessantes dabei anscheinend. Die Dosen lasse ich liegen. Oh nein. Muss ich da wieder runter? Das ist ja doof. Ach, da drüben, da ist meine Höhle. Okay, so viel zu Katis Ecke. Ich glaube, den restlichen Weg werde ich jetzt alleine weitergehen. Und wenn ich bei der Küstenstraße angekommen bin, ja, dann werde ich da wieder einschalten. Alles klar, ich danke fürs Zusehen. Tschüss.